Ja, herzlich willkommen aus dem Heimat- und Hafen zum 26. Spieltag der zweiten Bundesliga. Arminia Bielefeld ist nach 2 Monaten endlich wieder dabei. Wir spielen heute gegen den VfL Osnabrück und wir wollen euch hier auf Arminia Club TV ein wenig auf diesen Spieltag einstimmen. Und das tue ich nicht alleine. Wir haben einen Stargast, sage ich jetzt einfach mal, bei uns. Dennis Eilhoff, schön, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Ja, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf, dass ihr mich auserkoren habt, euch hier durch die 90 Minuten zu begleiten, und ich hoffe, dass ich mit meiner Fachkompetenz euch da unterstützen kann. Ja, da sind wir uns sicher. Über 15 Jahre warst du im Arminia-Trikot, bist immer noch Mitglied, bist, glaube ich, auch sogar immer noch Mitglied in einer Fangruppe bei den Boys Bielefeld. Genau, bei den Boys Bielefeld, habt ihr immer noch einen guten Draht zu dem Segelohr, und von daher ist der Draht nach Bielefeld auch nie abgebrochen und bin immer wieder gerne hier. Genau, deshalb laden wir dich auch immer wieder gerne ein. Du hast ja eben schon erzählt, die ganze Familie ist sogar noch Mitglied. Der jüngste Sohn wurde, glaube ich, hast du eben erzählt, schon bei der Geburt bei Arminia angemeldet. Genau, der ist in Koblenz geboren worden, und dann brauchte meine Frau noch ein paar Klamotten von zu Hause, die ich ins Krankenhaus bringen sollte, und dann habe ich mich direkt an den PC gesetzt und habe ihn direkt online angemeldet an dem Tag noch dann. Ja, siehste, also da fließt auf jeden Fall das blaue Blut in der Familie Eilhoff, also wen sollten wir sonst einladen außer dich? Das freut uns natürlich, dass du dabei bist. Ja, wir wollen hier ein bisschen Stimmung machen, ein bisschen Lust machen auf Arminia. In einer Dreiviertelstunde rollt ja der Ball dann in der Schüko-Arena, die hier vom Heimat und Hafen, naja, so Luftlinie 200 Meter entfernt ist. Da geht's dann los. Leider heute ja ohne Zuschauer, deshalb wollen wir euch hier ein bisschen auf das Spiel einstimmen. Live-Bilder aus dem Stadion gibt's dann nachher bei Sky. Die Konferenz gibt's heute sogar frei verfügbar auf Sky Sport News HD. Das Einzelspiel gibt's dann, glaube ich, auf Sky Bundesliga 3, genau, da könnt ihr dann live dabei sein. Bis dahin wollen wir euch hier ein bisschen einstimmen und sind natürlich jetzt in einer ungewöhnlichen Situation, nämlich dass wir heute ein Spiel ohne Zuschauer haben, aber Dennis, du hast mir eben schon erzählt, du hast das Ganze schon mal erlebt. Genau, das war zu meiner Zeit in Dresden, da gab es auch ein Spiel ohne Zuschauer, nach irgendwelchen Fanausschreitungen, die es da im Pokalspiel in Dortmund gab, wurde in der Rückrunde dann von der DFL und vom DFB angesetzt, dass Dynamo ein Spiel ohne Fans austragen muss, und ja, ich war damals leider schon verletzt, habe das aber als Zuschauer dann trotzdem mitgekriegt im Stadion und muss schon sagen, dass das insgesamt eine schwierige Situation ist, auch ganz einfach für die Spieler. Ne? Das ist schon gespenstisch, muss man ganz klar sagen. Eine Art Trainingsspiel, wenn man das von außen so betrachtet, und deswegen denke ich, ist es auch das Schwierige heute für die Mannschaft, dass so abzuschalten und umzusetzen, als wenn trotzdem die Fans einen unterstützen und anfeuern. Ich bin selber gespannt, wie das heute abläuft, und freue mich ganz einfach auf die 90 Minuten. Ja, das ist schön. Wir freuen uns natürlich auch auf die 90 Minuten, sind aber auch sehr gespannt, wie das gleich abläuft. Es gibt viele neue Änderungen. Ein paar wollen wir euch auch noch vorstellen. Zum Beispiel gibt es heute keine Einlaufkinder. Das ist ja auch so eine Sache. Hast du dich mit Einlaufkindern vorher immer unterhalten? Wie geht man das so als Profi an? Ja, natürlich auch. Also klar, die letzten paar Minuten, wenn man dann unten im Tunnel steht und dann auf den Platz geht, kommen dann die Kinder dazu. Die hat man auch gerne an der Hand. Quatscht mit denen noch mal kurz ein bisschen was. Aber man muss auch ganz klar sagen, man ist natürlich auch angespannt, ganz einfach. Ne? Man konzentriert sich dann schon auf die 90 Minuten, die dann da bevorstehen. Und kurzen Smalltalk oder so mit den Kiddies macht man dann schon, weil ich ja selber auch weiß, dass es das Größte ist, dann mit einem Bundesligaspieler einfach mal ins Stadion zu laufen und die sich dann auch freuen und das wahrscheinlich auch noch Jahre später erzählen werden, dass sie mal einmal ins Stadion eingelaufen sind. Deswegen spricht man schon mit denen oder so, aber man ist halt schon fokussiert auf die 90 Minuten, die dann anstehen. Genau, das wären heute unsere Arminis gewesen, die nämlich Geburtstag gefeiert haben. 15 Jahre Arminis in der letzten Woche. Die können heute dann leider nicht mit einlaufen. Trotzdem schöne Grüße an euch zu Hause, die ihr jetzt gerade bei YouTube dabei seid. Wir freuen uns natürlich, dass wir uns dann hier jetzt zusammen einstimmen können. Wir haben schon gesagt, hier Lohmann ist auch dabei. Also alle mit dabei. Wir wollen gerade auf dein erstes Spiel blicken. Da bist du ohne Einlaufkind reingekommen. Das kam nämlich relativ überraschend. Da haben wir so einen kleinen Einspieler vorbereitet, der bei uns tatsächlich, kann ich ja jetzt schon verraten, auf Facebook zum Beispiel das meistgeklickteste Video überhaupt ist, was es bei Arminia bis jetzt gab. Krass. So besonders war das. Wir blicken gerade nochmal drauf und dann frage ich dich nochmal ganz kurz, wie das für dich so war. Jo. Und schauen jetzt einfach mal gerade in das allererste Spiel von Dennis Eilhoff. Die dabei waren, werden sich ganz sicher daran erinnern. Wir gehen zurück ins Jahr 2000. Schöpfer hatte sich quasi selber ausgewechselt durch seine Ausraster. Verließ das Stadion, das Spielfeld, und der neue Mann, Dennis Eilhoff, gerade mal 18 Jahre. Gleich die erste Bewegungsprobe jetzt für den neuen Schlussmann. Aufgepasst! Da rutscht er aus, der 18-Jährige, nach diesem klasse Freistoß von Sascha Licht, aber entschärft ihn soeben noch, denn der Ball flatterte. Der war nicht leicht zu haben. Gute Parade. Ja, wir haben jetzt die Bilder gerade gesehen von dem ersten Spiel 2000. Goran Čoko
hat sich entschieden, dass er gerade nicht mehr weiterspielen möchte. Und dann kam Dennis Eilhoff rein. Ich weiß gar nicht, wie alt warst du damals? Ich war gerade 18 geworden, also so gerade aus dem Pampers raus so ungefähr. Also ja, war natürlich eine ganz besondere Situation. Ne? Das war eh eine Situation rund um den Verein, die sehr aufgeheizt war. Wir waren im Sommer gerade abgestiegen aus der ersten Bundesliga und hatten eigentlich fest davon oder waren davon ausgegangen, dass wir da die Saison wieder angreifen und aufsteigen. Dann kam so eine leichte Delle nach unten. Hermann Gernert als Trainer war gerade eine Woche vorher rausgeschmissen worden. Frank Geideck war das erste Mal Interimstrainer und dann entscheidet sich auf einmal der Torwart mitten im Spiel, auf Deutsch gesagt, leck mich am Arsch, ich ziehe die Handschuhe aus und renne aus dem Stadion. Und dann kommt der kleine Dennis da rein mit gerade 18 Jahren und ja, wird da ins kalte Wasser geschmissen. Und wir haben eben gesehen, Fatmir Wartar war damals auch bei Mannheim, ne? Der Fuchs, der genau. Hat dich direkt geprüft. Ja, ne? Ja, der hat man direkt sich gedacht, den kleinen aus 40 Metern, den baller ich mal direkt einen drauf. Ich glaube, man hat es auch gesehen, dass ich es irgendwie gezeigt habe, wie der geflattert hat. Das weiß ich heute noch, der hat wirklich geflattert. Und da war ich auch froh, dass ich den irgendwie über die Latte gelenkt habe, weil nichts sieht döver aus, wenn du deinen ersten Schuss aufs Tor kriegst und der ist dann direkt drin, wenn er auf den Mann kommt. Ja, und so kann sich vielleicht eine Karriere so oder so irgendwie drehen. Ich bin froh, dass ich ihn gehalten habe und dass ich dann nachher auch noch ein paar Spiele für Arminia machen durfte. Hast ja auch, glaube ich, direkt zu Null gespielt, ne? 0-0 war das, glaube ich, damals. Genau, das war ein zu Null. Auch nicht schlecht. Uwe Rapolder war Trainer bei Mannheim damals noch. Und ja, ich war auf jeden Fall froh und nach dem Spiel habe ich erstmal realisiert, was da überhaupt die letzte halbe Stunde, die ich da gespielt habe, dann überhaupt stattgefunden hat auch. Aber wir wollen ja nicht zu weit zurückblicken, wir wollen natürlich auf das heutige Spiel blicken, auf das Derby gegen den VfL Osnabrück. Und Derby gegen den VfL Osnabrück ist schon das richtige Stichwort. Du hast uns nämlich heute was mitgebracht, nämlich dein Aufstiegsshirt. Du hast es im Schrank noch gefunden. Genau, also das ist tatsächlich mein Original Aufstiegsshirt. Ich drehe mich mal um. Genau, Aufstieg Nummer 7, der bislang letzte Bundesliga-Aufstieg, glaube ich, wenn ich richtig mitgezählt habe. Genau, und der war damals auch, das haben wir klar gemacht, damals in Osnabrück auch. Da haben wir gewonnen und ja, war natürlich super, dass wir da aufgestiegen sind, beziehungsweise, ich weiß nicht, war es 0-0? Ist 0-0. Auch egal. Wir, genau, 0-0. Und so. Dann reicht auch, wir sind aufgestiegen und dann ging die Karawane ab nach Bielefeld auf den Rathausbalkon und da habe ich auch noch die Fotos zu Hause, wie ich dieses Shirt hier anhabe. War natürlich ein Riesengefühl und ich würde mir natürlich wünschen, wenn es dieses Jahr ähnlich läuft, beziehungsweise die Feier noch schöner wird dann auch. Ja, ich glaube, wir haben davon sogar auch Fotos. Haben wir Fotos davon? Dann wollen wir die gerade mal ganz kurz einspielen. Da sieht man dann dich auf dem Balkon. Wunderbar. Ich gucke gerade in die Regie, ist drauf. Sehr gut. Also ja, mit der ganzen Mannschaft 2004 das letzte Mal, dass wir in die Bundesliga aufgestiegen sind gegen den VfL Osnabrück. Spannende Geschichte. Während der Saison, gerade in so einem Endspurt, da ist man dann ja wahrscheinlich besonders fokussiert, gerade in der Mannschaft besonders geschlossen. Glaubst du, dass sich jetzt bei uns in der Mannschaft irgendwas getan hat in diesen 2 Monaten, wo kein Spiel stattgefunden hat? Tja, also ich denke, dass die Mannschaft schon vorher fokussiert war und absolut diesen Willen hatte, aufzusteigen und sich das natürlich jetzt innerhalb der 2 Monate jetzt auch nochmal gefestigt hat, dieser absolute Wille, diese Spielpause jetzt zu nutzen, das Ding jetzt durchzuziehen und dann auch wirklich für viele ja auch dann das erste Mal in der ersten Liga zu spielen, diesen Traum zu verwirklichen. Ich würde es der Mannschaft gönnen, den Fans gönnen, dem Verein gönnen. Aus meiner Sicht gehören sie ganz klar nach oben in die erste Liga und sind ja auf einem richtig guten Weg. Und ich denke, dass sie das heute gegen Osnabrück dann auch wieder zeigen und das dementsprechend auch umsetzen. Ja, hoffen wir mal. Auch wenn wir dann natürlich leider auf diese Bilder, die du, glaube ich, sehr genossen hast, da auf dem Rathausbalkon, auf dem Platz in Osnabrück dann bei Abpfiff, die werden wir natürlich leider nicht sehen. Das ist ein Stück Erlebnis, was dann irgendwie fehlt, oder? Ja, das stimmt natürlich. Also man weiß ja nicht, inwieweit das noch weiter gelockert wird, was da eventuell demnächst möglich ist. Aber ich denke, das ein oder andere Bierchen wird bestimmt auch getrunken, wenn es dann soweit ist. Und notfalls feiern wir halt alle irgendwie das nochmal nach. Also von daher, das wird schon eine gute Feier werden. Ja, ich glaube auch. So ganz darf man sich das nicht verbieten lassen. Auch wenn es dann natürlich diese richtig schönen Bilder nicht gibt. Wir haben auch noch ein paar schöne Bilder von dir, nämlich von deinem letzten Auftritt. 2011 haben wir noch gefunden. Da wollten wir auch nochmal drauf blicken. Da haben wir uns mit einem Heimsieg verabschiedet. Genau, 33. Spieltag gegen den Karlsruher SC. 2-0 oder so, ne? 2-1? 2-1. Du hast in der 90. hast du noch einen gekriegt. Ach, das war wahrscheinlich im letzten Spiel als Torwart immer ärgerlich. Ja, zu 0 ist immer schön, aber okay. Ja, genau, aber da haben wir noch sehr schöne Bilder, die wir jetzt euch auch nochmal zeigen wollen, wie Dennis Eilhoff dann vor der Südtribüne verabschiedet wird. Wirklich ein schöner Moment. Thank you.
ja, schöne Bilder am Ende von der ganzen Südtribüne nochmal mit Dennis Eilhoff Chören verabschiedet worden. Wie wach sind noch deine Erinnerungen an dieses Spiel? Ich glaube jetzt 9 Jahre her, wenn ich mich recht entsinne. Genau, 2011 war das. Ja, es war natürlich schon für mich persönlich ein trauriger Abschied nach so einer, ich sag mal, verkorksten Saison für uns alle. Dann so jetzt den Verein zu verlassen, ich hätte es mir auch anders gewünscht damals. Und dann nach 15 Jahren jetzt dann halt komplett erstmal zu sagen, ich spiele woanders, ist natürlich schade. Aber ja, die sind natürlich noch da, die Erinnerungen. Ne? Gerade wenn man solche Bilder dann sieht, da auf dem Zaun zu stehen vor so vielen Zuschauern. Und wenn man dann nochmal so trotzdem abgefeiert wird, trotz so einer beschissenen Saison, dann das freut einen in dem Moment natürlich trotzdem auch. Und ja, sind natürlich emotionale Momente auch. Und du bist uns ja treu geblieben, bist immer noch Mitglied, stehst hier wieder gemeinsam bei uns in Bielefeld. Das freut uns natürlich, dass wir dich da warm halten konnten. Das ist ja immer schön, wenn man ein paar ehemalige Spieler hat, die dann auch das Herz noch an den Verein verloren haben und noch dabei sind. Jetzt haben wir viel über Vergangenes gesprochen, jetzt wollen wir mal über was Aktuelles sprechen. Wir haben nämlich ganz frisch reinbekommen die Aufstellungen der beiden Mannschaften, die ihr jetzt quasi an der rechten Bildseite sehen könnt, die da so ein bisschen durchlaufen. Bei uns, gut, das letzte Spiel ist 2 Monate her, gibt es trotzdem im Vergleich zu diesem Spiel in Stuttgart vor 2 Monaten nur eine Veränderung. Nils Seufert steht in der Startelf und Fabian Kunze sitzt dafür auf der Bank. Mit dabei ist nach seinem Mittelfußbruch auch wieder Andreas Vogelsammer. Dennis, jetzt nach 2 Monaten Pause, auf wen müssen wir besonders gucken? Innerhalb unserer Mannschaft, meinst du? Innerhalb unserer Mannschaft natürlich. Ja, also gut, ich will da jetzt keinen großartig rausnehmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kenne Stefan schon, mit dem habe ich damals zusammen trainiert, guter Torwart. Aber ansonsten, du, alle durch die Bank weg, die müssen einfach als Team funktionieren, als Mannschaft funktionieren, sich das vornehmen, was ich vorhin gesagt habe, diese absolute Wille, da in die erste Liga aufzusteigen. Und rein spielerisch, aus meiner Sicht heute gegen Osnabrück, sind sie ganz klar überlegen. Und von daher, wie gesagt, will ich da jetzt keinen explizit rausnehmen. Ja, ich glaube, also ist das als Torwart anders eigentlich als Feldspieler, jetzt gerade bei so einem Spiel ohne Publikum? Wird man als Torwart anders gepusht oder als Feldspieler? Das kannst du ja als ehemaliger Torwart vielleicht beantworten. Genau, also du hast ja in der Regel schon die ganze Wand hinter dir stehen. Wenn ich mir überlege, entweder jetzt bei uns auf der Südtribüne oder auch in Dortmund, dann wenn du da zigtausende im Rücken stehen hast, als Spieler ist es einfach so, man blendet das komplett aus. Also man steht auf diesem Rechteck da, auf dem grünen Rechteck und versucht das drumherum auszublenden. Trotz alledem glaube ich auch, wenn gar keine Zuschauer da sind, dann kannst du ja eben nichts ausblenden. Und deswegen glaube ich, ist es schon eine schwierige Situation heute und ich bin gespannt, wie die Mannschaft und auch ein Torwart das umsetzt. Wie gesagt, ich habe damals dieses Geisterspiel als Zuschauer nur mitgekriegt und habe selber nicht auf dem Platz gestanden, aber es ist schon eine schwierige Situation und ich drücke der Mannschaft die Daumen, dass sie es so umsetzen, wie sie sich vorstellen können. Ja, sie haben ja die letzte Woche in der Klosterpforte Marienfeld schon mal ein bisschen ein kleines Trainingslager bezogen, haben davor im Stadion das ein oder andere Mal trainiert, um sich der Kulisse schon mal etwas anzueignen, so. Das sah schon, ich durfte zweimal beim Training zugucken, das sah schon ganz gut aus. Mhm. Ja, hoffen wir mal, dass sie dann den Flow wieder raufkriegen. Ich glaube, die Aufstellung vom VfL Osnabrück läuft auch schon auf der rechten Seite mit durch. Sag mal, wir wollen uns jetzt hier in nichts verlieren, wo wir keine Ahnung von haben. Deshalb übergeben wir das mal kurz und gucken vielleicht einfach mal. Du hast es eben schon angesprochen, dass das Spiel gegen den VfL Osnabrück an sich ja irgendwie was Besonderes ist. Es gab viele besondere Spiele, du warst auch ein paar Mal dabei. Erzähl uns doch von deinen Erinnerungen. Ich glaube, du hast eben schon kurz angerissen, VfL Osnabrück, da hat es bei dir direkt geklingelt, der vierfache Künzel in der Schüko Arena. Genau, ja, das war ja auch Wahnsinn. Das war auch die Saison 2003, 2004 hätte ich jetzt gesagt. Auch die Aufstiegssaison. Ja, genau. Ja. Da haben wir 5-0 gewonnen. Und Marco Künzel, der ansonsten, sagte er selber auch, keinen Möbelwagen aus 3 Metern getroffen hat, oftmals. Entschuldigung Marco, wenn du jetzt zugucken solltest. Der hat da 4-mal getroffen und das sind natürlich auch so besondere Momente. Ne? Das bleibt mir persönlich auch wieder im Gedächtnis. Auch das war gegen Osnabrück. Dann gab es noch ein anderes Spiel hier, wo, ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sehen kann, Ewaldin sein erstes Spiel hier jetzt dann hatte in der verkorksten Saison, wo wir gerade auch schon drüber gesprochen haben. Also hier hängt noch ein Foto von Ewaldin als Spieler. Wir reden jetzt aber natürlich von Ewaldin als Trainer. Wo er dann auch mein Trainer war. 2011, 2012 war das die Saison. 2010, 2011. 2010, 2011, genau. Ja, genau. Das muss dann so Oktober 2010 oder so richtig, gewesen sein. Richtig, ne? Genau. Und das war auch gegen Osnabrück hier zu Hause sein erstes Spiel. Wir haben 1-0 zurückgelegen. Dann habe ich einen Elfmeter gehalten und dann haben wir das Spiel noch gewonnen durch 2 Eigentore der Osnabrücker. Das letzte Eigentor war dann irgendwie kurz vor der 90., 88. Minute oder so. Und das sind natürlich Spiele, das war auch ein Spiel, wo ich ganz ehrlich sage, da ist die
allem explodiert und für mich persönlich mit die beste Stimmung gewesen, die überhaupt je in diesem Stadion, die ich als Spieler mitgekriegt habe. Also das war gigantisch. Erst zurückzuliegen und dann 2-1 zu gewinnen in so einer Situation, das war auch super. Also hat mir auch richtig Spaß gemacht. Ja, also Spiele gegen den VfL Osnabrück schon immer was Besonderes gewesen. 2 Jahre später gab es ja dann dieses berühmte Aufstiegsspiel am 37. Spieltag, wo Sebastian Hille uns in die zweite Bundesliga geköpft hat. Das war ja auch was Besonderes. Also ja, und jetzt eben das erste Spiel in der Schüko Arena ohne Zuschauer. Also ja, Spiele gegen den VfL Osnabrück sind nicht nur Derbys, sondern sind eben auch irgendwie immer was Besonderes. Da passiert immer was ganz Besonderes. Wir wollen uns noch ein ganz bisschen mit dem Spiel an sich beschäftigen. Und zwar haben wir ja immer die Quote des Tages, die ihr jetzt hier auf der rechten Seite wieder eingeblendet seht von Xtipp. Da haben wir uns entschieden, nachdem wir gesehen haben, dass der VfL Osnabrück tatsächlich die Zweitligamannschaft ist, die am wenigsten Tore in der Schüko Arena schießt, gemessen pro Spiel, ich glaube 0,77 oder sowas sind das, haben wir euch einfach mal empfohlen, heute auf einen Arminia-Sieg zu setzen, ohne dass die Osnabrücker ein Tor schießen. Finde ich ja, gut. Findest du gut? Finde ich gut. Du hast eben gesagt, als Torwart, die Null ist halt immer wichtig. Ja, ne? Das sowieso. Und ich habe mir heute auch noch mal im Vorfeld ein bisschen die Historie angeguckt, der letzten 10 Spiele, glaube ich. Auch da, wenn man sich das anguckt, liegt Arminia da auch ganz weit vorne. Viele Unentschieden, aber auch, ich glaube, nur ein Sieg der Osnabrücker dann in den letzten 10 Begegnungen oder so. In 2020 noch gar kein Spiel gewonnen. Genau, der letzte Sieg der Osnabrücker liegt schon im Dezember. Auch das noch. Also gerade gegen Arminia meine ich jetzt auch die letzten 10 Spiele. Ja, ne? Okay. Also genau. So. Ja. Und deswegen zu Null finde ich gut, das Arminia gewinnt finde ich gut. Und wenn du mich nach meinem persönlichen Tipp fragen würdest, Mache ich jetzt? Was ist dein persönlicher Tipp? Ich sag, heute gibt es ein 3-0, ganz klar. Ganz klares 3-0. Ja, wir haben es eben schon angesprochen, die Osnabrücker waren ja sehr formschwach, bevor die Begegnung im März hätte stattfinden sollen. Im ganzen Jahr 2020 noch kein Sieg gelandet, während Arminia mit 13 Punkten aus den letzten 5 Spielen wahnsinnig stark war. Ist das jetzt für uns ein Nachteil, dass diese 2-monatige Unterbrechung kommt? Oder glaubst du, dass diese Form, die quasi vor 2 Monaten dann ausgesetzt hat, dass sich das jetzt ins Spiel wieder überträgt? Oder sind jetzt einfach die Karten neu gemischt und der VfL hat sich in diesen 2 Monaten wieder berappelt? Und wir sehen jetzt einfach ein ganz anderes Spiel, als wir es vermutlich vor 2 Monaten gesehen hätten. Ja, genau das ist ja diese schwierige Frage, wie sich die jeweiligen Mannschaften innerhalb dieser 2 Monate halt vorbereitet haben, wie fit die sind. Ich denke mal, wären wir eine Woche weiter, könnte man vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen, dass die alle vom Körperlichen her fit sind und so, da geht man jetzt erstmal von aus, das sind alles Profis, die werden auch trotzdem weiter trainiert haben, für sich in Kleingruppen oder individuell dann auch. Ne? Aber wie die Mannschaften jetzt aus dieser 2-monatigen Pause kommen, ist wirklich absolut schwer zu sagen. Und ich glaube, nach den 90 Minuten, wenn wir nochmal über das Spiel reden, dann wissen wir auf jeden Fall mehr. Ich hoffe, dass die Osnabrücker in der Delle geblieben sind und dass unsere jetzt dann halt dementsprechend die Punkte heute einfangen können. Das hoffen wir natürlich alle. Wir sind auch gnadenlos optimistisch natürlich. Ich glaube, unsere Mannschaft, die hat diese Saison schon ein paar Mal bewiesen, dass sie sich von nichts unterkriegen lässt. Zum Beispiel auch im Hinspiel, da wollen wir gleich mal drauf blicken. Es war das erste Spiel nach der ersten Saisonniederlage hier zu Hause gegen den VfB Stuttgart und nachdem Fabian Klos gesperrt wurde. Und trotzdem haben wir in Osnabrück gewonnen. Wir gucken nochmal auf die Szenen des Tages. Die Regie kommt gleich. Ja, eine sehr schöne Erinnerung, 1-0 in Osnabrück gewonnen und das Derby gewinnt man immer besonders gerne. Aber das war auch ein so ein Spiel, was, glaube ich, einfach wahnsinnig wichtig war in so einer Phase. Ne?
Ja, absolut. Also das, ich habe das Tor ja vorhin auch nochmal gesehen. Der lange Ball von Stefan da auch wieder, wie er immer auch ja schon einige Tore eingeleitet hat. Und ja, das war natürlich extrem wichtig, gerade in so einem Derby dann auch. Und von daher, ja, ich hoffe, dass es heute nochmal ähnlich läuft. Gehen wir mit Rückenwind rein. Wir haben eben schon die Tabelle angesprochen. Wir haben sie hier auch nochmal als großes Poster im Hintergrund. Das gibt es aktuell auch im Fanshop, wie zwei andere Plakate auch. Haben wir ein bisschen aufgerüstet. Der längste Spitzenreiter an einem 25. Spieler der zweiten Bundesliga. Wir sehen aber auch der VfL Osnabrück. Ich weiß jetzt nicht, ob man es richtig sieht im Kamerabild. Die kämpfen natürlich auch noch um jeden Punkt, nämlich gegen den Abstieg. Also ich glaube, da brauchen wir uns keine Hoffnung machen, dass die heute auch nur einen Schritt weniger machen als wir. Ja, natürlich. Also gerade wenn man sich das anguckt, 29 Punkte da unten, Wiesbaden, ist das jetzt aktuell von heute? Nee, genau. Das ist noch vor dem Spieltag. Deswegen, genau. Also unten das haben sie schon alle wieder gepunktet. Ja. Ich glaube, Karlsruhe hat gestern gewonnen, Bochum richtig. Hat gewonnen. Also deswegen müssen die halt auch Gas geben, also gar keine Frage. Ja, ich glaube, da können wir uns nicht drauf verlassen, wie gesagt, dass die einen Schritt weniger machen. Wir wollen jetzt gleich in eine Live-Fragerunde übergehen. Bevor ich noch eben hier zum Spiel zurückkomme, genau, das werden wir natürlich gleich hier 90 Minuten kommentieren, dann ohne Bild. Aber wir versuchen uns mal an einer Live-Reportage 90 Minuten über das Spiel gegen den VfL Osnabrück. Also wenn ihr dann nach unserer Vorbereitung, nach dem Arminia Sportclub hier einfach dranbleibt, dann seid ihr da 90 Minuten dabei. Und ihr habt jetzt noch die Möglichkeit, Dennis Eilhoff Fragen zu stellen. Weil bis jetzt stelle ich ja hier immer nur die Fragen. Und jetzt sind natürlich unsere Zuschauer auf Arminia Club TV mal dran und dürfen die Fragen an Dennis Eilhoff schicken. Schickt die einfach hier in die Kommentare rein. Ich werde Dennis dann gleich mal ein bisschen ausfragen. Und bevor wir damit loslegen, wollen wir euch noch so ein bisschen paar schöne Erinnerungen aufleben lassen. Und zwar schauen wir uns nochmal die Top 5 Tore, die wir uns jetzt einfach hier mal selber rausgesucht haben, der bisherigen Saison an. Und dann, Dennis, bist du dran mit ein paar Fragen beantworten. Ja, gerne. Dann Mats ab für die Top 5 Tore. Ja, jetzt haben wir 5 Tore gesehen. Dennis, gibt es ein Tor, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist oder eins, was dir noch gefehlt hat in der Riege? Ja, also gerade die 5, die ihr jetzt euch da ausgesucht habt, das waren natürlich schon die optisch schönsten auch. Also da waren, ich will da jetzt auch wieder da keins rausnehmen, das sind alle super Dinger gewesen und von daher, vor allem das Schöne ist ja, dass es einige Tore in der Saison jetzt auch waren. Es ist ja jetzt nicht so, dass ihr das wahrscheinlich an Haaren herbeigezogen habt oder so schöne Tore herauszufinden, sondern das sind ja einige schöne dabei gewesen, viele Tore und von daher habt ihr das auch schon ganz gut recherchiert da. Ja. Das stimmt. 50 Tore, beste Offensive der Liga. Da hatten wir eine große Auswahl. Hier wurde eben schon gefragt, ob du nochmal dein Comeback gibst. Ich glaube, du bist selber noch im Polizeisportverein aktiv. Ist das richtig? Ja, also ich will erstmal bei der Arminia Traditionsmannschaft. Da spiele ich ja schon mal. Genau. Und wie konnte ich das vergessen? Ja, ich habe es ja nach wie vor auch nicht verlernt, würde ich mal behaupten. Ich hätte jetzt auch am Dienstag bei einem Benefizspiel von Lotto Rheinland-Pfalz in Koblenz spielen sollen. Hin und wieder spiele ich halt schon. Das in Koblenz ist ausgefallen wegen dieser Corona-Geschichte jetzt halt. Fahr trotzdem nach Koblenz und treffe da wieder ein paar Leute. Also ich spiele nach wie vor gerne Fußball. Ich bin auch fit. Also wenn Arminia mal irgendwann einen Engpass hat im Tor, dann sollen sie mich anrufen. Die haben ja meine Nummer oder ihr habt meine Nummer und von daher, ich bin immer wieder für alles bereit. Dann holen wir dich zurück ins Tor. Ich meine, du wurdest ja auch schon mal in die Nationalmannschaft geschrieben. Also so schlecht kann es, glaube ich, nicht sein. Eine sehr interessante Frage finde ich auch. Seitdem du nicht mehr Profi bist, wie hast du deinen Fußballkonsum verändert? Wie viel Fußball guckst du? Wie oft bist du bei uns in der Schüko Arena? Das muss ich ganz ehrlich sagen, hat sich schon stark reduziert. Also ich gucke natürlich auch schon Fußball und fieber natürlich auch mit Arminia mit gerade, logischerweise. Aber ich dadurch, dass ich natürlich auch Schichtarbeit jetzt habe aktuell als Polizist und
da nicht immer nur für den Fußball jetzt noch da bin, sondern auch eine Familie habe, um die ich mich kümmere, einen Hund, einen Garten und so. Also da ist einiges zu tun und bin da jetzt nicht bei jedem Heimspiel dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ab und zu dürfen wir dich immer mal wieder in der Schüko Arena begrüßen und ich glaube, dann bist du auch immer gerne da. Natürlich. Ne? Wenn ich dich dann sehe, hast du auf jeden Fall immer ein breites Grinsen im Gesicht. Immer wieder gerne, klar. Aber ich glaube, das ist auch normal, ne? Dass man irgendwann mal ein bisschen Abstand braucht, nachdem das ganze Leben vorher Fußball ist. Ist wahrscheinlich einfach menschlich. Das denke ich schon. Also komplett alles abschalten von jetzt auf gleich ist natürlich schwierig. Will ich auch gar nicht, weil es dafür doch zu viele schöne Momente waren mit dem Fußball. Auch früher mit der Jugendnationalmannschaft da so viel rumgereist und so. Und gerade auch mit Arminia. Deswegen bin ich froh über diese Zeit, die ich da gehabt habe. Aber jetzt hat für mich auch ein neuer Berufsabschnitt angefangen, spätestens seit 3 Jahren. Und von daher bin ich immer wieder gerne hier, aber nicht regelmäßig. Siehst du, ich darf noch schöne Grüße aus Dresden bestellen, kommt hier rein. Auch eine deiner ehemaligen Stationen. Interessante Frage finde ich auch noch, mit welchem ehemaligen Spieler hast du noch so Kontakt? Gibt es noch alte Mannschaftsgefährten, mit denen man sich ganz gut versteht? Ja, natürlich. Also wie gesagt, jetzt nach Koblenz, da hätte ich den einen oder anderen Kontakt auch noch gehabt, jetzt dann mit den Bielefeldern auch. Gut, als Fußballer ist es ja immer so, dass das quer durch die Republik dann auch verstreut ist, das Ganze. Ne? Also eben mal kurz zum Kaffee und Kuchen rübergehen zum Kollegen oder so ist es halt jetzt nicht. Aber wir haben in ganz Deutschland Kontakte nach wie vor. Wo ich wirklich zum Kaffeekuchen rübergehen könnte, wäre Martin Amedick. Mit dem habe ich ganz klein angefangen. Unsere beiden Väter haben uns damals trainiert auch. Mit dem habe ich immer wieder Kontakt. Und von daher, also gibt es überall welche in ganz Deutschland, wo ich da immer wieder gerne mit telefoniere, spreche und ist nach wie vor schön. Ja, das ist doch schön zu hören, dass es da noch den einen oder anderen Kontakt gibt. Ich habe eben hier noch die Frage gesehen, ob Andreas Vogelsammer dabei ist. Der sitzt auf der Bank heute und ist zumindest für einen Kurzeinsatz, kommt für einen Kurzeinsatz in Frage, also der ist mit am Start. Wir wollen, bevor wir aufs Spiel blicken, noch kurz zurückblicken und zwar auf diese 2 Monate, auf diese fußballfreien 2 Monate und ein bisschen euch erzählen und zeigen, was bei uns passiert ist, bei Arminia Bielefeld. Denn wir haben natürlich jetzt nicht das Stadion abgeschlossen, sind alle nicht mehr hingekommen, sondern wir haben natürlich versucht, ein bisschen zu helfen. Unter anderem sind wir zum Beispiel mit der Corona-Hilfe unterwegs gewesen und haben dort 2x die Woche, das machen wir auch immer noch, weil wir haben ja immer noch momentan die etwas schwierige Situation, und versorgen da 2x die Woche Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen und weil sie eben zu Hause bleiben müssen, auf Lebensmittellieferungen angewiesen sind. Da schauen wir als Arminia Bielefeld immer mal wieder vorbei. Wir sammeln weiter für die Fankneipen. Ich darf es nochmal erwähnen, wir sind hier herzlich empfangen worden. Ich glaube, du fühlst dich auch wohl, ne? Absolut. Im Heimat und Hafen hier. Super gemacht auch hier mit der Kulisse hier. Also ist ein schönes Ding. Man hat sich hier um uns gekümmert. Unsere Fankneipen müssen nämlich leider geschlossen halten. Auch deshalb können wir hier sein, weil die Fankneipen geschlossen sind. Deshalb, heute ist Spieltag. Heute wärt ihr doch in den Fankneipen unterwegs gewesen und hättet hier ein kühles Blondes getrunken oder ein kleines Wässerchen vor dem Gang in die Schüko Arena. Tut das doch virtuell. Das könnt ihr bei uns im Fanshop tun, indem ihr auf die Fankneipen-Aktion zugreift und dann quasi für eure Lieblings-Fankneipe einfach ein virtuelles Bierchen mittrinkt und eine kleine Spende dalasst, damit die überleben können in dieser so schwierigen Zeit, wo zwar die Fußballspiele wieder losgehen, aber die Fankneipen natürlich noch weiterhin geschlossen bleiben müssen. Da an dieser Stelle nochmal ein herzliches Dank an den Heimat und Hafen, wo wir heute sind. Ich glaube, da werde ich gleich virtuell nochmal ein Bierchen einchecken. Ich bin ja im Dienst, deshalb lassen wir es beim Virtuellen. Aber ich glaube, da müssen wir ein bisschen was tun, dass wir alle gemeinsam durch diese Zeit durchkommen. Und dann schaffen wir das auch. Dann wird es irgendwann auch wieder diese Spiele geben, wo die Fankneipen aufhaben, wo die Schüko Arena aufhat und wo wir alle wieder beisammen sind. Was haben wir noch gemacht? Wir haben Tore gesammelt. Da gucke ich den Dennis an, weil der Dennis hat uns auch ein Tor geschickt. Und zwar solltet ihr uns in unserer Fußballverein-Kampagne einfach eure Treffer von zu Hause schicken, damit wir wieder ein bisschen Lust auf Tore haben. Und Dennis, ich glaube, wir gucken uns jetzt mal deine Einsendung an. Da habe ich mich sehr gefreut, als ich von dir auf einmal ein Video auf meinem Handy hatte. Schauen wir jetzt mal gerade rein. Besser, hundertprozentig. Okay. Ja? Aber nicht ins Fenster, ne? Ja, das war ein sehr lustiger Versuch. Wie kam es dazu? Das war Sohnemann, der spielt Golf tatsächlich auch, macht er sehr gerne und das war jetzt eine Challenge innerhalb der Mannschaft, wo er spielt in Gütersloh. Die sollten einen guten Treffer, Golftreffer einsenden und da habe ich mir direkt überlegt, das kann man ja irgendwie mit Arminia auch verbinden und deswegen habe ich das auf die Art und Weise mit dem Arminia Golfball natürlich gemacht und unsere Tochter, die dann halt nachher jubelt, wo das Ding dann drin landet,
Tja, kann man sich selber jetzt überlegen, ob das wohl gefaked war oder nicht. Nee, ich würde sagen, der war glatt drin. Ja, macht er gut. Ja. Übers Haus, nicht ins Fenster, direkt ins Loch hinten rein. Perfekt gemacht. Also sportliche Talent ist in der Generation auf jeden Fall weitergegeben. Ja, also er trifft auf jeden Fall besser als ich. Ich war ja mehr fürs Verhindern zuständig, er trifft ganz gut. Ja, sehr gut. Aber mit Fußball, also den nächsten Arminia-Spieler haben wir nicht. Ja, anfangs hatte ich die Hoffnung, er ist auch Linksfuß, aber soll er doch lieber beim Golf bleiben. Okay, dann bleibt er beim Golf. Ist, glaube ich, auch nicht schlimm. Haben wir auf die Tore geblickt. Über 100 haben wir eingesendet bekommen von euch zu Hause. Das war echt richtig cool. Das war richtig schön, dass wir das alle nochmal sehen konnten. Haben wir ja auch fleißig geteilt. Vielen Dank nochmal dafür, dass ihr uns eure Tore geschickt habt. Heute hoffen wir, dass die Jungs drüben in der Schüko Arena euch dann die Tore zurück ins Wohnzimmer schicken. Eine weitere Aktion, auf die wir noch hinweisen wollen, ist von unserem A-Jugendtrainer, von Olli Kirch, der die Ostwestfalen-Liebe ins Leben gerufen hat, viele ehemalige Profis akquirieren konnte und damit versucht, Leuten, die es wirklich gebrauchen können in dieser Zeit, über diese schwere Zeit hinweg zu helfen. Auch da, Olli Kirch, herzlichen Dank, dass du das gestartet hast. Tolle Aktion. Danke an alle Unterstützer. Ich glaube, das zeigt, dass Arminia Bielefeld verbindet, dass Fußball vereint, unser Fußballverein eben auch. Und dass man da viel machen kann, dass wir gemeinschaftlich aus dieser schweren Zeit wieder rauskommen. Ich darf auch noch Grüße bestellen von unserem Präsidenten. Der hat nämlich Grüße geschickt von zu Hause. Der ist auch nicht im Stadion, weil er gesagt hat, wenn die Fans nicht ins Stadion dürfen, dann mache ich das auch nicht. Sitzt also auch zu Hause in Leopoldshöhe. Schöne Grüße an unseren Präsidenten, der da sehr vorbildlich gesagt hat, das lasse ich sein. Siehst du, ich soll noch einen Dank aussprechen. Genau, die Zahl hat er mir nämlich noch übermittelt. Wir haben schon über 10.000 Euro für die Fankneipen sammeln können. Insgesamt auf 25 Fankneipen sind es bis jetzt. Also da geht noch ein bisschen was, aber trotzdem auch da schon mal natürlich vielen Dank für eure Unterstützung, dass ihr unsere Kneipen hier nicht im Stich lasst, damit wir dann irgendwann wieder gemeinsam die Spiele erleben können. So, jetzt sind wir schon fast am Ende angelangt. Wir haben aber noch ein Gewinnspiel. Dennis, wir haben die Frage des Tages, die du heute stellen darfst. Die Frage des Tages, die hast du mir vorhin schon gesagt. Ich muss sie gar nicht ablesen. Die Frage ist, welche Trikotnummer ich bei meinem Profidebüt 2000 hatte. Also vielleicht hat man gut aufgepasst, ich weiß nicht, ob man es vorhin sehen konnte. Das wäre die Frage und was man gewinnen kann. Genau, was man gewinnen kann, habe ich hier hinter mir. Das hole ich mal gerade raus. Wir haben ja sonst am Spieltag das Krombacher Fanfest, was nach dem Spiel immer stattfindet unter der Südtribüne, fällt heute leider aus. Da gibt es immer diesen Goodiebag von Krombacher zu gewinnen. Den möchten wir heute an euch zu Hause verschenken. Ihr müsst die richtige Antwort nicht hier in den YouTube-Kommentar schreiben, sondern an spieltag@arminia.de, Spieltag mit CH, richtig schön ostwestfälisch. Da einmal die Rückennummer von Dennis bei seinem Profidebüt. Wir haben das Video eben gesehen, wo er für Göran Schurko reingewechselt wurde. Also da einmal an spieltag@arminia.de die richtige Antwort schicken und dann seid ihr in der Verlosung. Heute Abend werden wir den Gewinner noch benachrichtigen per Mail, der dann diesen Goodiebag bekommt. Da haben wir eine Menge schöne Sachen drin. Und ich glaube, das Schönste, was ich hier eben entdeckt habe, war das aktuelle Heimtrikot zum Beispiel. Ich packe den mal wieder zurück. Also das aktuelle Heimtrikot gibt es dort auch zu gewinnen. Es lohnt sich also mitzumachen. Und wir haben gesagt, wir setzen noch einen oben drauf. Wenn du schon mal hier bist, Dennis, dann signierst du das auch noch. Sehr gerne. Dann ist das eine ganz besondere persönliche Erinnerung an diesen Tag und an dieses Geschenk. Ich glaube, ich soll das einmal stramm halten. Ne? Genau, das ist das Beste. Warte mal. Ich kommentiere mal weiter, während ich unterschreibe. Genau, wenn das denn geht. So, ja, geht schon. Also ich unterschreibe jetzt hier hinten drauf. Genau. Ja, ich habe gehört, wir hatten gerade kurze Tonprobleme, da sind wir aber wieder. Wir sind auch gleich schon soweit. Ich meine, in 10 Minuten ist auch schon Anstoß. Wie gesagt, in der 200 Meter Luftlinie entfernten Schüko Arena. Ich muss euch noch den Fanartikel des Tages vorstellen, weil wir jetzt alle zu Hause bleiben wollen. Haben wir gesagt, wir nehmen diesmal die schönen Puschen. Die gibt es heute für nur 10 Euro anstatt der bisherigen 15 Euro. Also, wenn das nichts ist, wie gesagt, wir müssen ja eh alle zu Hause bleiben. Ein paar Puschen kann sicherlich nicht schaden. Wir wollen gleich aufs Spiel blicken, schalten gleich rüber, das Bild wird gleich weg sein, der Sportclub ist dann beendet, wir kommentieren aber trotzdem die 90 Minuten. Zwischendurch haben wir hier natürlich noch Werner Tenberg für euch, wir haben die Hymne für euch. Also wenn ihr euch auf den Spieltag richtig einstimmen wollt, dann könnt ihr das hier gleich weiterhin machen. Dennis, ein Tipp noch von dir, wie geht's heute aus? Ja, nach wie vor 3-0. Ach ja, hatten wir schon. Hatten wir schon. Aber 3-0. Doppelt 3-0, 6-0, mir ist egal. Hauptsache gewinnen. Aber 3-0 ist gut. Und gerne zu 0, habe ich, glaube ich, jetzt auch schon ein paar Mal mit rausgehört. Ja, sehr gut. Also
positiv, optimistisch gestimmt, der Dennis Eilhoff, das freut mich. Ich glaube natürlich auch an unsere Mannschaft, natürlich gewinnen wir das heute. Ich darf noch darauf hinweisen, dass wenn ihr das Spiel jetzt live gucken wollt, dann könnt ihr das tun. Und zwar in der Konferenz, die heute frei empfangbar ist, auf Sky Sport News HD. Da könnt ihr auch in unserer Instagram-Story nochmal gucken. Da ist, glaube ich, für je nach Anbieter angegeben, wo ihr diesen Sender findet. Also schaut da einfach vorbei bei Sky Sport News HD, da gibt es die Konferenz. Und ansonsten das Einzelspiel bei Sky Bundesliga 3. Und wer zu Hause jetzt kein Sky hat, wer auf Sky nicht dran nicht einschalten kann, so, der bleibt einfach hier, denn wir kommentieren gleich 90 Minuten lang das Spiel und hoffen auf 3 Arminia-Punkte. Dann hoffe ich, dass euch der erste Arminia Sportclub gefallen hat, wünsche uns allen 3 Punkte und wir hören uns dann gleich wieder, wenn das Spiel losgeht. Danke dir, Dennis, schon mal. Ja, sehr gerne. Bis gleich.